Tim, Glückwunsch zum 3:0 Auswärtssieg, Glückwunsch zum ersten Saisontor. Wie ist das Gefühl? Ah, super. Echt ein geiles Teamleistung für uns und von uns und ich freue mich sehr. Und wenn man denkt, wie gut Gegner hatten wir heute und 3:0, wir haben einfach weitergespielt und immer vorne gespielt. Die Leistung von der Mannschaft war echt klasse, aber das ist unser bestes Niveau. Wenn wir da spielen, können wir gegen alle Mannschaften gewinnen, auswärts auch. Du hast gesagt, der Gegner kam mit 5 Siegen ohne Gegentor und dann gewinnt man hier 3:0. Das ist ja unfassbar. Wie hat der Trainer euch eingestellt? Ja, er hat gesagt, das ist eine gute Möglichkeit für uns. Und ich glaube, jetzt haben wir die Möglichkeit benutzt und wir haben eine geile Rückfahrt jetzt, muss man sagen. Das ist eine lange Rückfahrt. Du warst jetzt zweimal von Anfang an dabei. Wir haben zweimal gewonnen, 5 Tore geschossen, kein Gegentor bekommen. Mit Tim Werinen läuft's. Ja, ich freue mich, dass der Trainer mir Verantwortung gegeben hat und ich freue mich immer, wenn wir gewinnen und wenn ich treffe. Und, aber wichtigste ist, 2 Spiele, 6 Punkte und jetzt machen wir weiter, das ist nur der Anfang. Super, da freuen wir uns drauf und viel Erfolg dabei. Dankeschön. Amaury Bischoff, erstes Freistoßtor, direktes Freistoßtor für den FC Hansa seit 5 Jahren. Ja, das wusste ich nicht. Ich wusste das nur, dass ich das kann. Ich wusste, dass ich das in Preußen, mit Preußen Münster die letzten Jahre oft so getroffen habe, vielleicht 7 oder 8 direkte Freistoßtor. Ich übe, das ist eine Übung, die ich mag. Natürlich klappt nicht immer, aber ich bin einfach froh heute, dass ich gesagt habe, dass ich getroffen habe. Natürlich 5 Minuten in die zweite Halbzeit, das war für uns als Mannschaft sehr, sehr wichtig. Und natürlich ein paar Minuten später ein Top-Tor von Brian Henning mit linkem Fuß. Und ja, heute über alles. Ich bin froh, dass wir zweimal hintereinander gewonnen haben. Wir wollten vor 3 Wochen, haben wir gesagt, wir wollten eine Serie starten. Haben wir in Jena nicht geschafft. Heute haben wir die nächste Möglichkeit, sozusagen das zu machen. Und durch eine Top-Leistung haben wir das geschafft. Zweiter Sieg jetzt in Folge, 3:0 Tore. Beste Saisonleistung, haben wir oben auf der Tribüne gesagt. Habt ihr das auch so gesehen? Ja, das war eine Top-Leistung. Vielleicht haben wir auch schon die Spiele vorher auch gegen gute Gegner zu Hause, auch in Paderborn, auch eine Top-Leistung abgeliefert. Aber heute hat einfach alles gestimmt. Lauferisch, kämpferisch und vor allem, was wir vielleicht nicht die letzten 2 Spiele in Jena und gegen Osnabrück zu Hause. Fußballerisch weiß nicht, wir waren nicht vielleicht auf diesem Niveau. Heute hat einfach alles gestimmt. Jede war für jede da, jede wollte den Ball haben, keiner hat sich versteckt. Und für mich, das war einfach heute die Schlüssel zum Erfolg. Super, und so wollen wir, dass es weitergeht. Ja, auf jeden Fall, ja. Danke. Herr Dotschew, herzlichen Glückwunsch zum 3:0 Auswärtssieg bei der Spielvereinigung Unterhaching. Wir waren alle sehr positiv überrascht. Haben wir heute die beste Saisonleistung des FC Hansa Rostock gesehen? Ja, das kann man sagen. Über 90 Minuten, dass wir unser bestes Spiel heute gemacht haben. Wobei, bei vielen anderen Spielen haben wir sehr gut auch gespielt und angedeutet, was wir für Potenzial in der Mannschaft haben. Aber heute über gesamte 90 Minuten, wenn man das betrachtet, war eine sehr, sehr starke Leistung. Sehr starke Leistung. Uns hat auch gepasst, die Art und Weise von Unterhaching, wie sie Fußball spielen. Die haben versucht, immer zu spielen. Wir haben sie früh attackiert, weil wir meistens Probleme haben gegen Mannschaften, die ein bisschen geradliniger sind, mit langen Bälle spielen. Dann kommt man nicht so zurecht. Aber Unterhaching ist selber eine spielerisch starke Mannschaft. Und das hat uns gepasst und das lag uns gut. Und was noch dazu kommt, dass wir auch die Tore in entscheidenden Momenten gemacht haben. Und heute hat Leistung gepasst und Ergebnis auch und die Tore auch. Also es war schon mit Abstand unser bestes Spiel, seit ich hier Trainer bin. Wobei, sage ich noch, wir haben viele Spiele auch gut gemacht, aber wir haben auch in Würzburg 3:0 zwar gewonnen, aber nicht so, längst nicht so gut gespielt. Da haben wir ab und zu ausgekontert und haben wir die Tore gemacht, kurz vor Schluss. Aber heute war tolle Leistung. Und vor allen Dingen für mich, was wichtig ist, die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, das war schon sehr beeindruckend. Tim Werinen hat heute sein erstes Saisontor gemacht. Fühlt sich da der Trainer auch bestätigt, der gesagt hat, ich spreche ihm das Vertrauen aus und lasse ihn von Anfang an spielen? Deswegen hat er gespielt, weil ich auf sowas erhofft habe. Und
Natürlich, der hat auch gegen Osnabrück für mich ein sehr starkes Spiel gemacht. Und was mir auch bei ihm sehr gut gefällt, was auch bei Sofie Benjamin ist, dass die auch bereit sind, diese Jungs auch gegen Ball zu arbeiten. Das ist ja nicht der Stürmertyp, der immer vorne sitzt und steht und wartet, dass er Flanke kriegt. Der macht die Meter nach hinten, der ist viel gelaufen heute gegen Ball. Es war sehr disziplinierte auch Leistung von ihm, auch von der Mannschaft. Also nochmal, das war schon genau das, was ich auch mir wünsche als Trainer. Natürlich überrascht bin ich nicht von unserer Leistung, also auch vom Team. Also ich bin nicht überrascht, weil deswegen habe ich ihn auch spielen lassen, weil ich denke, dass ich genau das erwartet habe. Amori Bischoff hat heute das erste direkte Freistoßtor seit 5 Jahren für den FC Hansa Rostock gemacht. Ah, das wusste ich, seit 5 Jahren. Echt jetzt? Können wir jetzt solche Tore öfter sehen, Herr Dotschef? Ja, ich hoffe, dass ihm das Selbstvertrauen gibt. Das war super und entscheidend, war ein sehr wichtiger Moment, das zweite Tor, weil kurz nach der Seite wechseln natürlich der Trainer unternimmt was, mein Kollege unternimmt was. Ich könnte auch hören, dass er ein bisschen laut wurde in der Kabine und es ist doch logisch, die gehen raus und die wollen das Spiel drehen und die wollen nochmal Gas geben und dann durch das zweite Tor hat ihn, glaube ich, den Genick gebrochen. Super, und dann macht Brian Henning noch das 3-0. War Ihnen da schon klar, dass das jetzt gelaufen ist oder gibt es da immer noch eine Restskepsis? Nein, da gab noch 20 Minuten zu spielen und ich weiß, dass meine Jungs sind manchmal in der Lage, auch sowohl positiv und auch negativ zu überraschen. Und ich bin mir nicht sicher, was passieren würde oder hätte passiert, wenn wir 20 Minuten am Schluss 3-1 bekommen hätten. Dann hätten wir wahrscheinlich schon Probleme gekriegt. Nicht, dass wir das Spiel verlieren vielleicht, aber könnte 3-2 kommen und dann bist du letzte Minuten am Zittern. Also ist alles möglich. Also Fußball ist, dauert so lange, bis der Schiri abgepfiffen hat. Und deswegen habe ich versucht, auch von außen ganze Zeit auch aktiv zu bleiben, die Jungs auch zu pushen und dass die nicht nachlassen, was gut gemacht haben, diese Anlaufen. Das war schon stark heute. Jetzt gibt es ein langes Wochenende. Alle gehen mit einem guten Gefühl rein und dann freuen wir uns auf das Heimspiel gegen den KSC. Tolle Sache, freue ich mich auch und ich denke, dass das jetzt das Stadion ausverkauft wird. Ausverkauft weiß ich nicht, aber ich freue mich über jeder Fan. Und was ich auch heute ist ja auch angesprochen worden, auch hier bei der Pressekonferenz am Freitagabend, so viele Fans hierher zu kommen, uns zu unterstützen, verdient auch riesen Respekt auch und deswegen bin ich auch froh, dass wir gewonnen haben, weil ich weiß, dass es ja auch für diese Jungs, die hierher gefahren sind und das sich angetan haben, das ist ja für die beste Entschädigung und das freut mich sehr für die Fans und jetzt denke ich mir, dass das nächste Spiel noch mehr kommen werden, uns zu unterstützen. Super, wir freuen uns drauf und gute Heimfahrt. Dankeschön.